Kein Künstler ist während der ganzen 24 Stunden seines täglichen Tages ununterbrochen Künstler. Alles Wesentliche, alles Dauernde, das ihm gelingt, geschieht immer nur in den wenigen und seltenen Augenblicken der Inspiration. Hallihallöchen, das war aus dem Vorwort von Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig. Und auch eine Antwort auf die Frage, was wir denn so den lieben ganzen Tag so tun, ohne zu proben und auf der Bühne zu stehen, was im Moment nicht möglich ist. Und ja, meine Inspiration kommt viel auch aus Büchern und da habe ich echt genügend zu tun. Und ja, lasst euch da jetzt ein bisschen dran teilhaben an Dingen, die ich lese und wieder lese und nenne das mal literarisches Solo, weil Quartett ist im Moment nicht ganz möglich. Also willkommen zum literarischen Solo und heute habe ich mich mal für einen theoretischen Text entschieden, auf den ich gestoßen bin. Und zwar ist das, heißt der Der Künstler und die Zeitkrankheit von Hugo Ball und ist aus dem Jahre 1926. Zunächst der Begriff der Inspiration. Wer ist der Künstler? Wie kommt das Kunstwerk zustande? Geben dem Dichter die Götter ein oder die Dämonen? Worin ist das Genie begründet? Worin das sogenannte Schaffen? Wer schafft und kreiert? Gott oder die Menschen? Ist die Kunst im Individuum beschlossen? In seinen Instinkten etwa? Im Unbewussten oder in einer Über- und Unterwelt? So dann der Stil, die Einheit der Kunstleistung. Sind sie Naturgaben? Gibt es einen angeborenen Stil oder sind alle Einzelwesen nach ihrer Seinsweise begründet in einem einheitlichen Plan und Entwurf, der ihnen die Besonderheit zuweist nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten? Ist die Menschenseele einzigartig und unveränderlich oder unterliegt sie einem gestaltenden Gesetz? Fragt man die Künstler, woran sie leiden, so kann man immer wieder dasselbe hören. Sie haben keine Beziehung mehr zur Wirklichkeit. Das Band, das sie in früheren Zeiten mit der Gesellschaft einigte, ist zerrissen. Es ist keine Tragfähigkeit, kein Anknüpfungspunkt mehr vorhanden. Es finden sich, soweit überhaupt von einer distinguierenden Umgebung die Rede sein kann, kaum zwei Menschen mehr, die noch dasselbe glauben und lieben. An wen soll beispielsweise der Romancier sich wenden, wenn er sich nicht eingestehen will, dass seine ganze Kunstgattung dem Untergang verfallen ist? Wen soll er darstellen, ohne sofort in eine Mythologie zu geraten? Und auch die Selbstdarstellung. Wem soll sie bekennen, wenn sie sich überhaupt an die Öffentlichkeit wendet? Die Katastrophe, die wir durchleben, ist enorm. Die gesellschaftlichen Schichten verschieben sich von Tag zu Tag, auch der Bildner, der Maler. Sie finden sich einem abstrakten und imaginären Raum gegenüber, wie der Dichter sich einer abstrakten und imaginierten Gesellschaft ausgeliefert findet. Für wen soll einer seine Bilder malen? Für den Händler? Und wem gibt der sie weiter? Bleiben sie Schecks und Börsenwerte und gehen sie als solche in unendlichem Kreislauf durch die Welt? Oder werden sie schließlich irgendwo einmal aufgehängt, geschätzt und geliebt? Von wem dann? Wer wird es bis dahin sein? Zum Künstler gehört es wesentlich, dass er den Empfänger kennt und dessen Glauben, dessen Liebe, dessen Hoffnung in die Form mit einbezieht. Im Auswiegen des beiderseitigen Anteils beruht vielleicht das Geheimnis der Form. Wie nun, wenn der Künstler auf die Realität verzichten muss, wie er bereits auf seine Person verzichtet hat? Vermutlich erwirbt er sich daraus eine weitere Belastung seiner Melancholie. Im Einzelnen spielt sich dasselbe Erlebnis ab wie im Künstler. Dieser ist als Medium nur früher und komplizierter davon betroffen. Auf die strengere Beobachtung seiner selbst und der Umwelt verwiesen, ist er empfindsamer und rascher bereit, die Dinge auf sich zu beziehen. Dabei und ist doch nur sensibelster und darum erst Empfänger und Künder von Schicksalen, deren Lenkung durchaus nicht bei ihm liegt. Wird der Künstler also demnächst entbehrlich werden? Das hieße aber annehmen, dass der entrollte Konflikt nicht eine Zeitkrankheit, sondern ein chronisches Leiden der Menschheit sei, hieße die Meinung verwerfen, dass es sich nur um ein Durchgangsstadium handeln kann. So, und um nicht ganz so theoretisch aufzuhören, kommt jetzt noch Lyrik von Tucholsky, den ich auch sehr schätze. Und das hier finde ich auch halbwegs passend. Also von Kurt Tucholsky, es ist. Es ist so viel unverbrauchte Zärtlichkeit in Hotelzimmern, wo sie allein liegen, ein Mann oder eine Frau,
oder ein angebrochenes junges Mädchen. In leiser Lächerlichkeit liegen wir allein. Es ist eine Einsamkeit, umflossen von den Strömen des städtischen Gases, des elektrischen Stromes für alle gemacht, einer Zentralheizung, eines Zentralessens, einer Zentralzeitung. Aber ein kleiner Fleck ist doch da, auf dem sind wir allein. Jeder liegt in seiner Schublade, die kleinen Härchen auf den Oberarmen schwanken suchend im Luftzug. Wie die Greifer der Meerespflanzen in strömendem Wasser, die Haut langweilt sich. Wenn jetzt einer käme und sagte, bitte sehr, ich liege Ihnen zur Verfügung. Wenn ich jetzt durch die Wand ginge, zu meiner Nachbarin. Na, man ist doch keine Hure, ich werfe mein Leben nicht in Hotels weg, Kusch. Wenn jetzt eine dicke Dame käme, mich im Bad zu massieren. Wenn sich jetzt der Jungen ein verständiger Mann gesellte, der sie nur streichelte. Ungenützt ist die Nacht. 12:45. Es kocht in den Röhren des Badezimmers. Badet jemand noch so spät? Neugierig sind wir auf fremde Körper. Wie legen Sie abends das Hemd auf den Stuhl? Lieben Sie Fruchtsalz? Ziehen Sie Ihre Uhr morgens oder abends auf? Und in der Liebe? Sind Sie gesund? Verzeihen Sie, ich habe solche Furcht vor Krankheiten. Das ist ein Teil meiner Tugend. I'm in love again. Nein, das eigentlich nicht. Es sollte nur jemand da sein, an dem ich mich spüren kann. Warum, 318, mit Bad, liegen Sie so allein? Denkbar wäre auch eine Hotelgeisha, die höflich liebt und die auf der Rechnung nur als kleiner, diskreter Kreis vermerkt ist. Aber schöner wäre ein Gast. Warum kommt nie ein Einsamer zu einer Einsamen? Stolz kriechen wir in unser zuständiges Gehäus, hygienisch, unnahbar, vernünftig, allein. Knips das Licht an, sagt der Schlaflose zu sich selbst. Er duzt sich, weil er sich schon so lange kennt, und liest noch ein bisschen. Du hast zu viel Pfirsich Melba gegessen, daher solche Gedanken. Luftblasen auf dem Meer der inneren Sekretion. Du bist überhaupt gar nicht allein, du hast eine Zeitung. Lies. Und dann noch ein zweites Gedicht von Tucholsky. Na? Das Ideal. Ja, das möchtest du. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße mit schöner Aussicht, ländlich mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, ach nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und Werf, und eine fürs Wochenende zur Reserve, eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längste, natürlich selber, das wäre lacht, und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal und Geld. Und an Schmuck eine richtige Portion und noch 1 Million und noch 1 Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchtest du. Aber wie das so ist hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden, nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat. Das ist selten. Also, ich wünsche euch allen gute Gesundheit und bis bald. Alles Liebe von der Marion. Ciao.